Hier ist die Folge 335 deines Aquacura Meerwasser im Podcast, der Pflegemittelmarke für Meerwasseraquarien. Mein Name ist Markus Mahl und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Vorab wie immer der Hinweis, dieser Podcast enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. In diesem Podcast gebe ich alles, was ich so in meinem Alltag als Aquarienbauer und bei der Pflege von Meerwasseraquarien lebe und täglich noch dazulerne, direkt an dich weiter. Weiterführende Informationen kannst du in meinem Buch bzw. Hörbuch finden. Wenn dich meine Meerwasserpflegemittel, wie zum Beispiel Spurenelemente, Bakterienlösungen, Mittel gegen Cyanus und so weiter interessieren, findest du den jeweiligen Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es los mit der neuen Folge. In dieser Folge möchte ich auf die Frage des Stammhörers eingehen, die ich diese Woche per E-Mail erhalten habe. Dort beschreibt er seinen aktuellen Fischbestand, da er diesen erweitern möchte. Diese Frage, welche Fische man in seinen vorhandenen Fischbestand integrieren kann, ohne dass es zu Problemen kommt, gibt es immer wieder, da sich hier viele Meerwasseraquarien unsicher sind und es hierzu in der Literatur auch sehr wenig Hinweise und Informationen gibt. Schauen wir uns deshalb heute dieses Thema mal genauer an. Da es sich gut anbietet, greifen wir gleich den vorhandenen Fischbestand aus der erhaltenen E-Mail auf und schauen mal, welche weiteren Fische in das Meerwasserbecken eingesetzt werden können. Das Aquarium hat ein Volumen von 1000 Litern und sind derzeit 3 Kardinalbarsche, 2 Anemonenfische, ein Hawaii-Doktor, 2 Königsfeenbarsche, ein Feuerkorallenwächter und eine Meidenschläfergrundel im Becken vorhanden. Ursprünglich waren noch ein Tankfeilenfisch, ein Juwelenfelshüpfer, ein Sechsstreifenlippfisch und ein anderer Lippfisch, 5 grüne Schwalbenschwänzchen, eine Baggergrundel und ein Schmuckfeilenfetzenfisch im Becken. Diese sind jedoch im Laufe der Zeit verstorben. Das Einfachste wäre es jetzt natürlich, die verstorbenen Tiere wieder einzusetzen. Deshalb schauen wir uns auch die ausgefallenen Tiere mal kurz an und gehen dann kurz darauf ein. Der Tankfeilenfisch ist ab einer Beckengröße von 400 Litern immer eine gute Ergänzung, die sich auch nachträglich integrieren lässt. Ich habe selbst noch nie erlebt, dass der Altbestand einen nachträglich eingesetzten Tankfeilenfisch angegriffen hat. Zudem ist er ein sehr guter Glasrosenfresser, der selten bei Korallen Schäden anrichtet. Auch der Juwelenfelshüpfer ist eine gute Alternative, die sich problemlos einsetzen lässt. Hierbei ist es aber wichtig, wenn du ihn kaufst, dass er keinen eingefallenen Bauch hat. Da er ein sehr guter Algenfresser ist, solltest du nicht halten, wenn du mehrere Seeigel in deinem Meerwasserbecken pflegst, da es sonst sein kann, dass für ihn nicht genügend Algen mehr als Nahrung zur Verfügung stehen. Beim Sechsstreifenlippfisch, der in der Mail aufgeführt wurde, bin ich dann nicht mehr ganz so angetan. Da er zwar ein super Planarienfresser ist, aber häufig im Becken wahnsinnig viel Stress und Unruhe verbreitet. Das ist der Grund, warum wir diesen Fisch eigentlich nie in Aquarien einsetzen. Ganz anders sieht es bei den grünen Schwalbenschwänzchen aus. Das sind Fische, die sich nachträglich nahezu in jeden Fischbestand integrieren lassen. Der Vorteil an ihnen ist, dass sie sehr günstig sind und dadurch auch größere Schwärme noch erschwinglich sind. Bei den Schwalbenschwänzchen solltest du immer mindestens 5 Tiere einsetzen. Das Schöne an diesen Fischen ist, dass sie je nachdem, wie sie zum Licht stehen, von einem leichten Graumetallic bis hin zu hellblau und türkis schimmern. Du musst nur darauf achten, wenn du kleinere Tiere kaufst, dass du diese entweder mit Artemia fütterst oder auf eine ziemlich kleine Granulatgröße zurückgreifst, da sonst die Gefahr besteht, dass die Tiere verhungern. Auch die Baggergrundel ist ein guter Kandidat, der nachträglich immer wieder gut eingesetzt werden kann. Die Baggergrundel ist sehr aktiv, kriegt den Boden perfekt um. Das Problem ist aber immer wieder, dass sie den Sand ins Maul nimmt, dann im Wasser aufsteigt und dann den Sand auf Korallen fallen lässt. Das kann manchmal ziemlich nerven, da einige Korallen damit nicht zurechtkommen. Wenn du das vermeiden möchtest, lass dich auch Meidenschläfergrundeln oder Goldkopfgrundeln nachträglich problemlos einsetzen. Hier solltest du immer darauf achten, dass du sie paarweise einsetzt und es auch hundertprozentig ein Pärchen ist, da sonst das schwächere Tier in der Regel immer stirbt. Bei Grundeln ist es wichtig, dass das Aquarium entsprechend abgedeckt ist, da sie sonst sehr häufig aus dem Becken springen. Wie immer vorab ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Folge enthält Werbung aufgrund von Namensnennungen. Diese Folge wird dir von Aquacura, der Profi-Pflegemittelmarke für Meerwasser-Aquarium-Pflegemittel, präsentiert. Aquacura Pflegemittel hältst du ausschließlich in meinem Online-Shop. Schau einfach mal vorbei unter www.aquacura.de. Dort findest du alle wichtigen Pflegemittel für die erfolgreiche Pflege deines Meerwasseraquariums. Mach es genauso wie inzwischen sehr viele der Podcast-Hörer und benutze auch du die gleichen Pflegeprodukte wie wir bei unseren Aquarienwartungen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Der Schmuckfeilenfisch lässt sich auch sehr gut nachträglich in das Aquarium einsetzen. Hier ist es aber zwingend erforderlich, dass er futterfest ist, da es in einem sehr belebten Meerwasserbecken schwierig sein kann, ihn an das Futter zu gewöhnen.
Aufgrund seiner Enggröße von rund 25 cm muss das Aquarium ein Mindestvolumen von 1000 Litern haben. Schauen wir uns mal den aktuellen Bestand an, weil auch der sich gut eignet, um nachträglich seinen Fischbestand auszubauen. Die Kardinalbarsche lassen sich auch immer gut nachsetzen. Auch hier ist es wichtig, die Tiere paarweise zu setzen, denn bei gut harmonierenden Paaren kommt es immer wieder vor, dass es Nachwuchs gibt und der Bestand dann langsam weiter wächst. Wir haben es erst jetzt bei einem 5000-Liter-Aquarium gesehen, das wir gebaut haben und wöchentlich pflegen. Da sind jetzt in den letzten Monaten 8 kleine Kardinalbarsche herangewachsen. Auch Anemonenfische lassen sich sehr gut nachsetzen. Es gibt aber eine Ausnahme, wenn bereits Anemonenfische im Aquarium vorhanden sind. Denn dann steigt das Risiko extrem an, dass es zu massiven Kämpfen kommt. Es kann zwar sein, dass es gut geht, aber häufig attackieren die bereits vorhandenen Anemonenfische die Neuankömmlinge so stark, dass diese sterben. Beim Hawaii-Doktor ist unbedingt davon abzuraten, ein weiteres Tier zu setzen, da das immer im Super-GAU endet. Auch Fische mit gleichen Körperformen, wie zum Beispiel Europa-Doktorfisch, sind garantiert starken Angriffen ausgesetzt, die auch hier häufig tödlich enden. Was helfen kann, ist, dass das eingesetzte Tier wesentlich kleiner ist und in einer Schwimmschule eingesetzt wird. Was aber immer noch nicht bedeutet, dass es hundertprozentig klappt und ein großes Restrisiko verbleibt. Grundsätzlich sind Doktorfische sehr territorial und machen dem Neubesatz häufig das Leben schwer. Umso einfacher ist es dann mit den Königsfeenbarschen. Diese kannst du in der Regel immer in kleinen Gruppen nachträglich einsetzen. Auch der in der E-Mail beschriebene Feuerkorallenwächter ist ein Kandidat, der gut nachträglich eingesetzt werden kann. Auch hier funktioniert es hervorragend, wenn du ein Pärchen einsetzt. So, das war's wieder für diese Woche. In der nächsten Woche machen wir damit weiter, welche Fische du ohne Probleme nachträglich in einen Fischbestand integrieren kannst. Das Team von Aquacool und ich wünschen dir einen guten Start in die neue Woche. Dein Markus Mahl.